Morgen und herzlich willkommen bei Landwirtschaftssimulator 19 Felsbrunn. So, da ich gefragt wurde, ob ich mal erklären kann, wie man Tiere füttert, habe ich mir gedacht, ich mache dazu jetzt mal ein Tutorial-Video über die Fütterung von den Tieren. Nur leider Pferde habe ich keine. Aber das mit den Pferden ist auch ganz einfach. Die brauchen auch nur Heu, Hafer, Wasser und man muss auch Stroh einstreuen. Und alles andere über Schafe, Kühe, Hühner, Schweine, das zeige ich euch jetzt in diesem Video, wie das funktioniert. Aber ich spiele mit Season Mod und da ist das Füttern ein bisschen anders wie halt ohne Season Mod. Also in der Früh als erstes gehe ich immer die Tiere füttern. Das ist immer die erste Aufgabe, die ich mache. So, mal das Licht einschalten. Und ich nehme hier Weizen vom Lager gleich mit der Schaufel, denn die Kühe brauchen nicht so viel. So, das ist die falsche. Das wird jetzt nicht aufklappen. Das geht zum Glück ja auch mit der Schaufel. So, das reicht für die Hühner, die brauchen nicht so viel. Da wird noch sich was übrig bleiben. So, das sind meine Hühner. So, und dann nehmen wir hier den Weizen rein. Blöd gestanden bin. Ja, das ist auch so ein Fakt, wenn man Kinder nicht nahe dran ist. Das Futter einführt den Futterdruck. Und da die Schaufel hängen bleibt, hätte man gleich den ganzen Tag schon gehört. So, das ist voll. Dann nehme ich das mit, damit alles schön sauber ist. Hier zurück zum Lager. Hier haben wir es wieder eingelagert. Jetzt kommen die Schafe dran. Die kann man entweder mit Gras oder Heu füttern. Ich mache das mit Gras. Das habe ich hier in der Halle gelagert. Und beim Season Mod ist das wichtig, wenn man halt was einlagert, dass dabei steht Seasons Ready. So wie die Halle hier, die ist Seasons Ready. Wenn es regnet, dann verschwindet hier nichts. Denn durch Regen beim Season Mod verschwindet nachher halt das Gras, wenn man das einlagert, und das Heu und die ganzen Ballen auch. Es wird immer weniger und weniger, bis es ganz weg ist. Darum immer beim Season Mod darauf achten, dass die Gebäude Seasons Ready sind. Also beim neuen Simulator LS22 muss man darauf sicher nicht achten, denn da hat man ja standardmäßig Jahreszeiten. Da muss das ja sowieso immer dabei sein. So, jetzt sind die Schafe. Da kommt das Gras in den Futter drauf. Die brauchen eigentlich auch Wasser. Nur da habe ich eine Wasserpumpe. Zeige ich euch gleich.
So ist der hinter mir wo platziert. Vielleicht mal schauen, wo die hier ist. Bei dem Kühl habe ich auch eine. Genau, und die Pferde brauchen auch Wasser. Weil ich das nicht erwähnt habe. Und beim Season Mod gibt es eine Wasserpumpe. Da haben die Tiere immer Wasser, automatisch, wenn man die platziert. Aber die Weide habe ich hier ein bisschen blöd platziert, ist nämlich ein bisschen zu tief. Ah, hier habe ich die Wasserpumpe. Hier. Das hier ist die Wasserpumpe. Ja. Durch die Pumpe haben die halt immer hier Wasser. Die hat man aber nur durch den Season Mod. Die ist die dabei. Und ich finde die halt sehr praktisch. Denn man braucht nicht immer mit dem Wasser extra noch fahren. Weil die brauchen nämlich viel Wasser, zum Beispiel die Kühe überhaupt, die brauchen richtig viel Wasser. Durch die Pumpe erspart man sich sehr viel. So, jetzt hole ich so lange hier von ihr Gras, bis die Schafe genug haben. Bis halt nichts mehr reinpasst. Und auf jeden Fall das ganze Gras in der Halle, das reicht auch über den ganzen Winter bis zum Frühjahr Minimum, was ich eingelagert habe. Man könnte natürlich auch Ballen nehmen, aber ich mache das Gras so, weil man kann hier auf der Konsole nur 200 Ballen maximal pressen, dann ist Schluss. Das geht sich halt für mich nicht aus mit 200 Ballen, da brauche ich viel mehr. Oh, ich glaube noch 50 Grasballen dazu. Ich glaube eher nur 50. So, auf jeden Fall einmal noch. Ich soll schon langsam jetzt reichen. Allzu viel brauchen die Schafe nicht. Obwohl ich 80 Stück zurzeit habe. Das müsste jetzt die letzte oder vollste Schaufel sein. Geht ordentlich was drauf beim Gras. Freuen wir das Gras noch ein bisschen ganz vorne. Und es liegt ja auch ganz groß hier drinnen. Das sieht nachher mehr aus, wie es wirklich ist.
Feuerlager. Ach ja, und die Schafe produzieren nur Wolle beim Season Mod im Frühling. Das kommt nachher in die Paletten. Dann kann man halt die Wolle entweder verkaufen oder erstmal einlagern. Und dann halt, wenn der Preis besser ist, verkaufen. Beim LS22 müsste das Füttern genauso sein wie jetzt immer. Da wird sich nicht viel tun, nehme ich mal an. Was ich gesehen habe, es gibt auch in LS22 einen Lely Fütterungsroboter. Auf den bin ich auch gespannt, wie der funktioniert, ob der wirklich autonom fährt oder ob man sich das selber reinsetzen muss. Dann gehe ich gleich erstmal das Licht hier an. Da liegt auch wieder was. Also sauber machen durch die Tiere immer zweimal am Tag, so wie jetzt in der Früh und gegen Abend wann. Das reicht, wenn man da zweimal am Tag sauber macht. Und hier bei dem Stall muss man auch noch ausmisten. Fütterung finde ich hier richtig gut gemacht, dann zeige ich euch kurz. Den man füllt hier ein. Dann hat man hier die 7 jetzt nicht. Auf jeden Fall hat man nachher Leitungen. Wenn ich kurz mal rüber. Und nach kommt halt hier das Futter raus. Hier kommt das Wasser raus. Hier auch Wasser und Futter. Gefällt mir richtig gut bei dem Stall. Und da habe ich natürlich auch die Wasserpumpe da vorne. Ah ne, das ist die. Ah, die Güllepumpe, was ich euch gezeigt habe. Hier ist die Wasserpumpe. Hier ist die Güllepumpe. So, jetzt muss ich noch das sauber machen. So, erstmal Licht aufdrehen. So, und den Mundschutz aufklappen. Aufmachen, nicht aufklappen. Alles sauber gemacht. Jetzt muss ich nur noch Schweine und Kühe füttern. Thank you.
mache ich das so, dass ich den Mist halt da hinten zusammenschiebe, sag ich jetzt mal. Mist und die Gülle, die da produziert wird bei den Kühen und Schweinen. Denn das ist eigentlich das halt Biodünger. Und den bringt man dann mit dem Mischstreuer oder mit dem Güllefass aufs Feld. Dadurch steigert man halt auch den Ertrag. Wie so gesehen gratis Dünger. Wieder zum nebenbei produziert. Und jetzt kommen die Kühe dran, die werden die jetzt gefüttert. Und sie brauchen Heu und Stroh und Silage. Und beim halt ohne Season Mod brauchen die auch noch Gras, aber ich brauche kein Gras, da meine Kuhweide eine Weide hat, wie ihr seht. Und die Weide zählt beim Season Mod als Gras. Das heißt, ich erspare mir Gras beim Kuh. So, bis zum Frühjahr ist hier die Rundbogenhalle fast leer wieder. Da haben die 100 Strohballen und die werde ich alles ziemlich verbrauchen. Für meine ganzen Tiere, die ich habe. So, jetzt muss ich... Jetzt nehme ich am besten einen Traktor. Den baue ich später auch noch. Hier kann ich auch gleich sehen. So, das ist nämlich ein Stroh-Einstreuer. Damit streut man halt Stroh in den Stall ein. Und das hier ist der automatische Futtermischwagen. Mit dem mischt man halt das Futter für die Tiere. Die kann ich jetzt erstmal aufklappen. Das ist halt das Futter für die Kühe. Das wird dann abgemischt. So, da ist zugemacht erstmal. Mit Gras brauche ich jetzt erstmal keins. Und hier ist die Weide. Da die Kühe hier beim Stall eine Weide haben, brauche ich kein Gras hier beim Season Mod. Weil die haben ja Gras. Die Schafe haben zwar Gras, aber die brauchen trotzdem Gras oder Heu. So, stelle ich den hier ab. Schalte den ein.
damit der auch mischt. Dann steige ich hier ein, schmeiße einen Strohhalm rein. Dann kann man es auch anders machen. Zwei Strohballen, einmal Heu und den Rest Silage. Ich mache das so, einmal Stroh, einmal Heu und den Rest Silage. Das geht natürlich auch, so ich das mache. Denn so viel Stroh habe ich natürlich nicht. Wenn ich hier zweimal Stroh reinfülle, habe ich hier zu wenig Stroh. Das geht sich bei meinem Kühl nicht aus mit dem ganzen Winter. Dann muss ich die Stroh zukaufen. Das geht ja auch, dass man lieber Stroh kauft über den Shop. Aber so habe ich mein eigenes Stroh. Jetzt einmal Stroh, einmal Heu. Dann stelle ich hier ein. Und das ist der Vorteil bei dem Selbstfahrer. Denn die Silage kann er selber aufladen. Auch Heu und Stroh kann er selber aufladen. Halt einladen. Wenn man Heu und Stroh halt abkippt mit dem Ladewagen zum Beispiel, wenn es halt loser ist, dann kann man das selber beladen. So, und die ist halt voll. Nur Ballen, die muss man halt mit dem Traktor, mit dem Frontlader zum Beispiel, hier reinfüllen, halt reinladen. Ich werde noch hier in den Stall. So, hier kommt dann das Mischfutter hin. Das muss man halt ein paar Mal machen, die Tiere halt genug haben. Hier beim Season Mod reicht das Futter für 2 Tage, darum füllt sich die jeden Tag einmal, das reicht dann. Gibt die, wie gesagt, jeden Tag in der Früh, dann ist es abgehakt und am Abend mache ich die immer halt sauber, weil ja die ja Futter rausschmeißen. Wieder Stroh rein. Stroh. Und jetzt einmal Heu. Wir brauchen einiges zum Ballen. Der wiegt auch ungefähr 250 Kilo. Und deine Kuh braucht pro Tag um die 50 Kilo. Also da braucht man schon einiges an Futter. Also ich fütter da schon jeden Tag ein paar Tonnen. Ja, das hier sind jetzt 250 Kilo ungefähr. Hier ist auch eine Anzeige, also hier steht halt Liter, halt Kilo statt Liter, eigentlich sind das hier keine 8000 Kilo. Das sind halt alles Liter hier. Thank you.
Fräsband, damit der auch das vorne abfräsen kann, weil da vorne ist so eine Fräse drinnen. Jetzt habe ich halt die Lasche abgefräst. Und da habe ich halt einen Bug, wenn das so viele Löcher sind. Die hatte ich auf einmal nach dem Abdecken. Hier habe ich natürlich auch eine Wasserpumpe, so haben die Tiere immer Wasser. Die hat man aber nur, wie gesagt, mit Season Mod. Ladung brauche ich hier mindestens noch. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass ich steuere oder hüpfte hoch. So, mein Heu. Das ist nämlich auch wichtig zu wissen, was man da reinfüllt, damit man zum Beispiel nicht zweimal Heu macht, weil dann passt das Mischverhältnis nicht. Durchstehen, dann bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt reicht mit der Ladung oder ob ich noch eine brauche. Ich werde mal nachschauen. Und ich halt nach ein bisschen Lasche abgefräst und dadurch befüllt es sich halt selber, das Selbstfahrer. Das kann natürlich auch, wie gesagt, mit losem Heu und losem Stroh, nur nicht mit den Ballen, da geht das nicht. Da muss man mit dem Hund da rein tun. Das sieht schlecht aus, da habe ich jetzt zu wenig ausgeholt. Und da freuen sich die Tiere, dass sie wieder frisches Futter haben. Ja, eine Ladung mache ich noch. Und das sieht man auch, Gras ist voll durch die Weide. Häuselachen hat man jetzt auch voll. Und ich produziere zurzeit hier Gülle. Die Gülle produziert man beim Season Mode so, man darf kein Stroh einstreuen. Wenn man hier Stroh einstreut, produzieren halt die Kühe Mist. Wenn man kein Stroh einstreut, produzieren die Gülle. Weil ich hier kein Stroh eingestreut habe. Stroh streue ich hier nur ein von ungefähr Mitte Herbst bis
früher Frühling. Da streue ich Stroh ein, sonst nicht. Sonst putze ich hier nur Gülle und bei den Schweinen putze ich immer Mist, streue ich immer Stroh ein. Denn das ganze Jahr über nur, also ich könnte auch natürlich das ganze Jahr über bei den fünf Stroh einstreuen, nur da reicht das Stroh, was ich hier habe, nicht aus. Da bräuchte ich noch um einiges mehr an Stroh auf. Und man kann aber nur, wie gesagt, wie beim LS19 auf der Konsole, 200 Ballen pressen. Und ich bin schon bei knapp 200 Ballen. Denn ich habe hier bei den Strohballen schon ungefähr 100 Ballen, also über 100 Ballen sogar schon, insgesamt sind das hier. Und hier bei den Koi bin ich auch mit circa 50. Also ich habe hier erinnern ungefähr 150 Ballen gelagert zurzeit. Und es kommen noch ein paar Heuballen dazu. Und das alles braucht man halt, damit die Tiere über den Winter genug zu fressen haben. Ohne Season Mod ist das Ganze kein Problem, aber mit Season Mod halt schon. Mit Season Mod muss man halt schon planen. Man kann nicht Futter für die ganzen Tiere. Besser mehr wie zu wenig. Weil bei Season Mod sterben auch die Tiere, wenn die nicht zum Fressen haben. Und auch wenn die zu alt sind, sterben die auch. Nur ich weiß es nicht, bei jeder Tierrasse das Alter, weil die höchstens werden können, bevor die auch sterben. Das weiß ich nicht, ich kann nicht öffnen, 12 sagen. Aber so um die 4-5 Jahre werden die schon. Das ist auch immer abhängig von welcher Tierart. Wenn die Tiere halt der Höchstalter im Spiel erreichen, dann sterben sie. Man muss eine Strafe zahlen. Und wenn nichts zum Fressen haben, sterben sie auch. Weil die halt natürlich dann verhungern. Und wenn die verhungern, die Tiere, dann kriegt man auch noch eine Geldstrafe. So, das ist die letzte Ladung, die wird nicht mehr ganz reinpassen. Ja, wie gesagt, die passt nicht mehr ganz rein. Das ist doch ein Problem. Da kann ich ja das am morgigen Tag ja nochmal verwenden. Oder abends zum Beispiel könnte ich das auch nochmal hier reinfüllen. Packen wir den Mischwagen ein. Und der ist nur für Kuhfutter. Nur für Mischration. So, als nächstes streuen wir gleich das Stroh ein. Aber nur bei den Schweinen. Denn bei den Kühen kommt erst Mitte Herbst Stroh rein und ich habe erst früher Herbst. Also am morgigen Tag kommen dann auch hier, kommt auch hier Stroh rein. Bei den Kühen. Dann sind die Kühe auch Mist und nicht Gülle. Denn jetzt zur Zeit ohne Stroh produzieren die Kühe Gülle.
Wir haben auch einen Schild Strohballen drinnen. Das könnte Chance jetzt auch besser annehmen, so wie der Förder Primus. Weil da gibt es auch so ein Förderband. Da kann man gehen von bei der Primus. Und nachher werden da auch die Ballen reingezogen. Und die werden halt da immer kleiner und kleiner und kleiner. Und so hätte ich es auch hier annehmen können. Und ich nehme an, das wird bei LS22 so sein, dass das besser animiert wird. Und hier verschwinden einfach die Ballen und das war's. Und jetzt bin ich froh ein. Hier ist auch wichtig, wo ihr die Ballen lagert beim Season Mod. Denn die Haule hier zum Beispiel ist auch Seasons ready. Denn wenn es regnet, verschwinden nämlich die Ballen. Die werden immer kleiner und kleiner und dann irgendwann sind die weg. Halb von der Literanzahl werden die halt immer weniger und weniger, bis die ganz verschwinden. Und hier bei der Haule passiert das nicht, denn die ist Season ready. Die Ballen hier drin lager, verschwinden die nicht. Wir haben immer 4000 Liter pro Ballen. Jetzt 8000, da ich 2 Ballen habe. Der Herbst brauche ich dann mehr Stroh. Denn da streue ich auch, wie gesagt, bei den kühlen Stroh ein. Bis früher Frühling. Und das reicht nachher bis Mitte Frühling und das passt dann perfekt. Da produziere ich dann Mist mit den Kühen auch und nicht Gülle. Und ich will halt Gülle und Mist haben. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er haben möchte. Ob er Mist oder Gülle will oder beides. Ihr seht, die Schweine haben auch wieder hier ein bisschen was liegen am Futter. Das ist auch neu, dass da immer halt was rausfliegt. Seit dem LS17 müssen wir bei den Tieren sauber machen. So. Stroh habe ich doch genug jetzt schon. Dachte, ich brauche noch ein bisschen was. Ich bräuchte meinen Ballen mehr. Dann brauche ich da doch nicht mehr nachfüllen. So. Dann sind die Kühe auch fertig und Schweine werden jetzt eigentlich auch fertig gemacht. Dann ist auch die Fütterung fertig. Nicht ein, denn das mache ich nämlich mit einem Favorit. Aber hier finde ich das Füttern keinen großen Traktor.
doch weniger gebraucht wie gedacht. So, die Kappe stelle ich auch hierher. Finde ich echt praktisch, da kann man problemlos vier Ballen nehmen, ohne dass sie verrutschen. Das Gewicht abhängen. So, die Schweine brauchen Weizen oder Gerste. Entweder hier Weizen oder Gerste, dann nehme ich jetzt mal Gerste. Und was ich aber, ich hoffe, was halt besser ist nachher beim... Ich glaube, das wird erreichen. Ich hoffe, was halt besser ist mit LS22, dass man den Weizen und Raps und Körnermais nicht so reinschmeißt zu den Schweinen, sondern dass man daraus Schrot macht, zum Beispiel. Denn man füttert ja nicht die Gerste oder Weizen oder Raps oder Sonnenblumen zum Beispiel jetzt so und Mais, indem man das so lose hier reinkippt, sondern man macht daraus Schrot. Und den Schrot verfüttert man nachher an die Schweine. Passt. Spalten wir kurz rein. Ah, hätte ich doch weniger Fett drauf. Hab nämlich jetzt auch nicht nachgeschaut, wie viel ich brauche. Das hätte nur mal einfach so geschätzt. So, dann kann ich hier auch zumachen. Dann muss ich ja nicht mehr rein, das Licht aus. Hier noch zu. So, die Gerste zurück. Also das wäre es noch, wenn man hier auch Schrot machen könnte für die Schweine. Das wäre echt super. Und ohne Season Mod müsst ihr auch noch Kartoffeln oder Zuckerrüben füttern bei den Schweinen. Mit Season Mod braucht ihr das nicht, das kann ich euch ja kurz mal zeigen. Also ich brauche nur Mais, Weizen, Gerste, Sojabohnen, Raps oder Sonnenblumen. Und keine Zuckerrüben oder Kartoffeln bei Season Mod. Ohne Season Mod braucht man das schon. Und bei den Kühen könnte ich noch, wie gesagt, auch Stroh einfüllen, dann hätte ich Mist. Und ohne Stroh habe ich halt Gülle. Und hier hat die Hühner auch Weizen oder Gerste, Schafe auch Gras, Heu oder Heupalette, da ich ja auch das Strohbergungs-Addon dabei habe. Da kann man natürlich auch die Pellets verfüttern, aber die Pellets
die verkaufe ich lieber, weil die mehr Geld bringen im Verkauf. So, jetzt könnte ich entweder Raps, Sonnenblumen oder Sojabohnen nehmen. Ich nehme die Sonnenblumen. Aber das sollte reichen. Ich könnte auch den Keeper hier umbauen, aber den brauche ich noch für die Heupellets. Auch kleiner machen. Weil für die Schweine hier brauche ich ja keinen großen Anhänger. Denn ich mache eh nur den ungefähr 40 voll. Je nachdem wie ich den halt konfiguriere. Gott, so viel. Seht ihr? Reicht für 2 Tage. So, der Rest kommt auch hier wieder ins Lager. Und jetzt fehlt nur noch Mais. Mit der Körner Mais. Dann sind die Schweine auch gefüttert. Und das mache ich halt wie gesagt jeden Tag als allererstes. Ich das abgehakt habe. So, Mais brauchen die ein bisschen mehr, aber da bleibt sicher auch noch was übrig. Auch schade, dass es kein Anhänger gibt, weiß ich nichts davon, dass es einen gäbe, wo man halt den Anhänger sich das Mischfutter zusammenstellen kann, wo man gleich mit den Anhänger Beispiel Gerste, Sonnenblumen und Mais einfüllen kann und das abmischen kann halt immer hin, weil ich muss immer hier einzeln fahren, da ich nur eine Sorte laden darf. Ah, fast perfekt die Menge. So, wie ihr jetzt seht, alles grün hier, außer Stroh. Denn wie gesagt, Stroh kommt hier nur bei mir von Mitte Herbst bis früher Frühling rein. Schweine, alles voll. Hühner auch und bei den Schafen auch. Und Wolle habe ich halt 0, denn bei Season Mob produzieren die Schafe nur im Frühling Wolle, weil da werden die halt geschoren. Und sonst das ganze Jahr über nicht. Jetzt mache ich auch das Licht aus. Mache das Tor zu.
Dann gehe ich den erstmal hier vorne ab. So, das war's dann mit den Füttern. Ich hoffe, das kleine Tutorial, das hilft euch ein bisschen beim Füttern. Ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr einen Kommentar da lassen. Werde ich natürlich beantworten und so gut euch helfen, wie ich halt kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!